Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. In diesem Video werde ich euch erklären, wie ihr mit eurem Instagram-Account euch für den Supported Creator Code bewerben könnt und ihn damit natürlich möglichst schnell freischalten könnt. Wenn natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und lasst auch natürlich ein Follow da, um in Zukunft keine weiteren Streams zu verpassen. Ich hatte euch ja bereits schon in einem meiner vorherigen Videos erklärt, wie man das Ganze auf den anderen sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel YouTube, Twitch etc. macht. Aber Instagram ist das Ganze etwas schwieriger. Dort muss man sich nicht nur bei Instagram anmelden, sondern noch ein paar Steps mehr machen. Das heißt, schaut euch wirklich das Video bis zum Ende an, bevor ihr überhaupt irgendetwas in die Kommentare schreibt, denn dann wird am Ende wahrscheinlich so oder so alles klar. Ich hoffe, ich kann es euch auf jeden Fall so gut wie möglich erklären, und falls ihr trotzdem noch Fragen haben solltet, stellt sie mir natürlich gerne in den Kommentaren und ich werde natürlich versuchen, auf jeden einzelnen Kommentar zu antworten. Auf jeden Fall, bevor wir überhaupt hier uns mit dieser Website beschäftigen, müssen wir als erstes eine Facebook-Seite und davor natürlich einen Facebook-Account erstellen. Das heißt, falls ihr noch keinen Facebook-Account habt, dann müsst ihr einfach einmal auf facebook.com klicken und werdet automatisch dann euch anmelden können. Und dann, falls ihr einen Account bereits schon habt, dann müsst ihr einmal hier oben rechts auf Erstellen klicken. Am besten ist auch ist es auch, wenn ihr das Ganze hier auf dem PC am besten in einem Browser macht, denn so habt ihr natürlich genau die gleichen Websites etc. Das macht das Ganze einfach etwas leichter, geht natürlich aber auch genauso gut auf dem Handy. Da ist das eben halt nur etwas anders, also das Layout von den Websites kann ein bisschen anders sein. Auf jeden Fall müsst ihr hier oben rechts einmal auf Erstellen klicken, dann dort unten auf Seite klicken. Dort bin ich jetzt schon drauf und habe das Ganze erstellt. Aber letztendlich müsst ihr hier einmal dann nur einen Seitennamen eingeben. Was ihr dort genau eingibt, ist relativ egal, hat keine wirkliche Relevanz. Und ihr müsst noch eine Kategorie eingeben. Am besten ist eigentlich Gaming Video Creator, müsste für die meisten passen. Und danach müsst ihr nur noch die Seite einmal speichern bzw. veröffentlichen. Und dann seid ihr hier mit Facebook fürs Erste einmal fertig. Danach gehen wir jetzt wirklich mal auf die Epic Games Website. Die werde ich euch natürlich genauso wie alle anderen Websites auch unten in die Videobeschreibung packen. Und hier müsst ihr dann einmal die URL des Instagram-Kanals eingeben. Dafür müsst ihr einmal einfach auf die Website eures Instagram-Channels gehen, dann einmal natürlich auf euer Profil klicken und dann einfach oben die Website-URL hier kopieren. Müsste bei allen gleich sein. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist hier der letzte Part, also der Benutzernamen. Das heißt, ihr könnt das genauso gut auch manuell eingeben. Kopieren ist natürlich aber immer etwas leichter. Das müsst ihr einfach einmal hier in dieses Feld eingeben, danach einmal auf Verknüpfen klicken und dann öffnet sich ein weiteres Browserfenster. Dort müsst ihr euch dann einmal mit Facebook verbinden. Falls ihr noch keinen Account habt, beziehungsweise eben halt euch noch nicht bereits angemeldet habt, wird das Ganze nicht so aussehen. Falls ihr euch schon angemeldet habt, dann sieht das Ganze immer so aus. Und wie gesagt, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, dann werdet ihr einfach automatisch dann weitergeleitet, dass ihr euch eben halt anmelden könnt. Danach einfach hier auf Fortfahren klicken und dann steht hier, dass ihr ein Instagram-Business-Konto verknüpfen müsst. Dafür müssen wir nämlich als erstes einmal auf die App wechseln. Das heißt, entweder schaut ihr auf Handy oder auf BlueStacks. Ich mache das jetzt auf BlueStacks, also einem Emulator für Handy-Apps im Prinzip, damit ich euch das Ganze einfach besser zeigen kann. Dort müsst ihr dann einmal, wenn ihr hier normalerweise auf der Startseite seid, einfach unten rechts auf euer Profil klicken, dann hier oben einmal auf die drei Balken klicken und dann ganz unten einmal auf Einstellung klicken. Dann müsst ihr als nächstes einmal hier zu professionellem Konto wechseln klicken. Danach werdet ihr direkt weitergeleitet und müsst hier einmal kurz durchklicken und dann müsst ihr euch nämlich als nächstes einmal eine gewisse Kategorie aussuchen. Dort ebenfalls wieder Gaming Video Creator am besten nehmen. Ihr könnt natürlich rein theoretisch auch was anderes nehmen, ist aber so die Kategorie, die für die meisten passen müsste. Ihr könnt hier auch noch anklicken, dass ihr die Kategorie anzeigen lassen wollt. Ist auch egal, was ihr dort anklickt. Danach einfach auf Weiterklicken. Nach einem kurzen Moment werdet ihr dann auf diese Seite weitergeleitet und dort müsst ihr einmal auswählen, ob ihr einen Creator oder einen Business Account haben wollt, und ihr braucht eben halt eine Business Account für das Ganze. Das heißt, klickt einmal hier unten drauf. An eurem Instagram Account ändert sich an sich nichts. Das heißt, ihr könnt alles genauso machen wie vorher, habt eben mal ein paar mehr Optionen sogar als vorher. Dann einfach auf Weiterklicken, dann wieder kurz einen Moment warten und dann müsst ihr hier eben halt einmal eure ganzen Daten eingeben. Ich werde das Ganze jetzt einmal ausblurren, damit ihr eben halt nicht meine Telefonnummer und so sieht, aber ihr müsst auf jeden Fall einmal E-Mail-Adresse, Telefonnummer und dann noch eine Geschäftsadresse eingeben. Wenn ihr dann hier die E-Mail-Adresse, eure Telefonnummer und eure
Adresse eingegeben habt, müsst ihr nur noch auf Weiterklicken. Danach müsst ihr euch dann mit Facebook wiederum verbinden. Dort unten dann einfach einmal raufklicken. Dadurch werdet ihr dann auf die Facebook-Website weitergeleitet und hier müsst ihr dann einfach einmal euch anmelden, einmal euer Passwort einfach eingeben und dann auf Anmelden klicken. Und dann müsst ihr nur einmal bestätigen, dass ihr mit dem Account dann auch fortfahren wollt. Dann müsst ihr hier einmal oben eure zuvor erstellte Facebook-Seite auswählen. Die ist eigentlich immer schon automatisch ausgewählt. Und dann müsst ihr einmal auf Weiterklicken. Danach seid ihr dann tatsächlich durch mit dem Einrichten. Das heißt, ihr seid dann auf dieser Website, also wieder zurück bei Instagram und habt alles verbunden. Danach geht es dann wieder auf der Epic-Website weiter. Dort seid ihr dann nämlich hier. Dort müsst ihr dann einmal leider wieder auf Abbrechen klicken, damit ihr euch wirklich mit dem Business-Account vernünftig verknüpfen müsst. Das heißt, ihr müsst einfach wieder hier euren Instagram-Kanal bzw. die Instagram-URL nochmal eingeben, wieder fortfahren klicken und dann habt ihr hier nämlich euer Instagram-Business-Konto. Das einmal auswählen, auf Weiterklicken, danach eure Facebook-Seite auswählen, nochmal auf Weiterklicken, hier einmal alles auf Ja stellen, damit ihr den vollen Umfang eben halt habt und danach auf Fertig stellen und dadurch habt ihr dann tatsächlich endlich euren Epic Games Supported Creator mit Facebook und damit auch mit Instagram verbunden. Nur noch auf OK klicken und danach seid ihr mal fertig und könnt euch rein theoretisch immer dafür letztendlich registrieren. Ihr braucht natürlich 1000 Abonnenten bzw. 1000 Follower auf Instagram trotzdem dafür. Falls ihr dann aber die 1000 Abonnenten habt, müsst ihr wie bei allen anderen Social Media Accounts dann ebenfalls auch natürlich hier alles andere auswählen. Das heißt einmal das Alter eingeben, Vorname und Nachname, dann natürlich das Erziehungsberechtigten eingeben bzw. angeben, dass man 18 Jahre alt ist. Solltet ihr die Sprache und Region, Vereinbarungen alles akzeptieren. Danach müsst ihr, glaube ich, noch ein Steuerprofil erstellen. Fragt da einfach eure Eltern. Da muss man, glaube ich, so etwas wie Steuernummer und so eingeben. Eure Eltern wissen das alle. Das könnt ihr eigentlich in den meisten Fällen nicht wissen. Also ich glaube, alle, die noch nie Steuern gemacht haben, werden so oder so keinen Plan davon haben. Das heißt, fragt da einfach eure Eltern. Ihr müsst das aber alles ausfüllen, was hier steht. Das ist das Einzige, was ich euch soweit eben mal sagen kann. Und falls ihr dann wirklich alles ausgefüllt habt, müsst ihr nichts weiteres mehr machen. Danach habt ihr den Support Creator Code. Wichtig ist nur, dass ihr dann innerhalb der nächsten 12 Monate $100 mit dem Support Creator Code eben halt bekommen könnt. Ansonsten wird euch weggenommen und ihr müsst innerhalb der nächsten 60 Tage auch noch eure Zahlungsoption bestätigen. Ansonsten wird euch ebenfalls der Support Creator Code weggenommen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte. Falls es sein sollte, lasst hier natürlich gerne eine Bewertung da, teilt es natürlich mit euren Freunden und dann hoffe ich, sehen wir uns nachher im Stream oder morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao.